Dies sind Alkalinzellen, 1,5 Volt, die alle halb leer sind und ich versuche ein paar davon wieder aufzuladen. Das hier sind Lithium-Ionen-Zellen, zum größten Teil aus alten Laptop-Akkus rausgeholt und geprüft. Das sind auch Lithium-Ionen-Zellen von Samsung-Geräten. Und das hier unten sind welche vom Tablets. Die sind deswegen größer. Hier sind ein paar von LG. Hier sind noch mal ein paar von anderen Herstellern. Und hier sind andere Alkaline-Zellen, die alle komplett voll sind. Und viele davon waren vorher nur halb voll. Und ich habe sie wieder aufgeladen und die funktionieren alle ganz gut. Das hier sind wahrscheinlich die ältesten Exemplare. Die sind nämlich von 2000 oder 2005 oder so. Mal gucken, steht hier ein Datum. Aha, 2011. Also, das heißt, haltbar bis 2011. Naja. Hier sind noch ein paar und hier sind Laptop-Akkus. Und warum liegen die hier? Ganz einfach. Wenn solche Zellen, also sowohl Lithium-Ionen-Zellen als auch Alkaline-Zellen, leer sind, dann gehen die kaputt. Also Alkaline-Zellen, die laufen aus, wenn sie kaputt sind. Wenn sie ja kaputt sind, laufen sie aus, das stimmt. Und wenn sie leer sind, sind sie eben kaputt. Also sollte man die schon mal nicht auslaufen lassen, sondern dann entsorgen, wenn sie leer sind. Und Lithium-Ionen-Zellen, die quellen auf, wenn sie leer sind und gehen ebenfalls kaputt. Diese Zellen hier mal sehen, kann ich das zeigen? Vielleicht bei dir hier. Ja, man sieht's. Es wirkt etwas, also es ist leicht aufgequollen. Das heißt, diese Zelle hier, die ist wahrscheinlich schon zu leer. Man kann die, wie ich das in einem anderen Video schon mal gezeigt habe, trotzdem wieder aufladen und benutzen, aber sie hat wahrscheinlich schon die Hälfte ihrer Kapazität verloren oder ein Drittel oder so. Und das gilt auch für Akkus, die natürlich in Geräten fest drin sind. Zum Glück sind das hier die Zellen aus Handys, wo man die Akkus noch rausnehmen kann, beziehungsweise Tablets, wo man die Akkus rausnehmen kann, wenn auch ein bisschen komplizierter. Und das, dadurch, dass ich die hier alle an einem Ort habe, ermöglicht mir das, dass ich die übersichtlich habe und immer wieder neu aufladen kann. Also einmal im Jahr etwa lade ich die wieder neu auf, dass die eben nicht wie diese eine Zelle hier, die in einem Handy fest verbaut war, irgendwann leer sind und aufquellen, denn dann geht das Handy kaputt. Und das will man ja nicht. Und das gleiche gilt für Laptops auch.